Nur mal schnell reingeworfen. Dello immer wieder. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten Tag. Und ich habe dann mal wieder jetzt neuen Design. Soll wohl das alte sein, aber neu Design, vielleicht neu abgeschmeckt. Gourmet-Tabak. Premium-Aroma von Gourmet-Tabak, wie gesagt. Und jetzt heißt es nicht mehr Dark Burner, sondern Shadow Burner. Ne? Da steht Shadow Burner. So, warte mal. So, Shadow Burner. Tabak hält sich so ein bisschen im Hintergrund. Honig, Haselnuss und Apfel. Gut abgemischt, schmeckt sehr gut. Muss ich allerdings dazu sagen, also 5 Tage Reifezeit, ne? Mindestens. Also je länger das Zeug steht oder stand, das waren mal 110 ml. Deswegen, ich will es euch nicht voranhalten. Schmeckt gut. Die letzten Tage hier wieder die Pole repariert, weil es nicht funktioniert hat. Jetzt geht er mal wieder. Ist leider nur noch ein Keul drin. Alpha Braid. Ich hatte ja diesen Hive-Wire, der ist so schnell dreckig geworden und hat so einen komischen Widerstand gehabt, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Jetzt habe ich wieder den Alpha Braid drin, allerdings war es ein Dual-Coil. Ich habe es dann schlecht gewickelt und der eine hat immer geglüht und einen Hotspot gehabt, da habe ich den einfach rausgeschnitten. Jetzt ist nur noch ein Single-Coiler. Aber geht. Da wisst ihr Bescheid. Mehr soll gar nicht gewesen sein. Gourmet-Tabak. Shadow Burner von Dark Burner. Schmeckt gut. Wer Tabak dampfen will und so ein bisschen angelehnt an die Pfeifentabake, an die Süßen. Bis zum nächsten Mal, der Lolo.